Moinsens und Servus. Willkommen zurück bei einer neuen Folge Gothic 3. Und wir chillen hier vor dem Mora und werden uns mal die Stadt angucken. Wenn es eine Stadt ist. Und nicht eher so ein, keine Ahnung. Boskito-Netz wie Okara. Juckt. Hallo ihr. Wie sieht's aus? Ich warte, dass jemand vorwärts ruft. Im Grunde mache ich das, was Finlay macht. Er ist mein Waffengefährte. Mhm. Bist du der Anführer von... Vergiss es. Ich ziehe hier mein eigenes Ding durch. Lol. Mit allem anderen habe ich nichts zu tun. Cool. Zeig mir deine Ware. Bauplan Basse. 12.000. Hallo. Meine Güte. So, jetzt können wir erstmal richtig verkaufen hier. Achso, ich will das gar nicht verkaufen, oder? Oder will ich das doch? Aber es ist abgenutzt, meinst du es ist nicht, ne? Warte mal, bevor wir hier gucken. Maximal Lebensenergie plus 5. Klingt schon für 5. Ja, normal, ist abgenutzt, weg damit. Zeig mir deine Ware. So, rostiger 2 in der Maul. Ups. 2000 kriege ich dafür, das gefällt mir. Ah, ich will das Katana behalten, das sieht geil aus. Nachschwert ist mir auch wertvoll genug. Ich habe ja jetzt einen besseren Bogen, also kann die weg. Das kann weg. Das kann weg. Ja, normal. Weg. 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 So. Paladin-Schild. Auch da, ne? Ich hab den sicherlich besseren. So, alles bis auf die Wolfspelze. Der Rest kann alles weg. Sehr gut. So, ui. Das war gut, Gold. So, jetzt nochmal hier checken. Ja, definitiv. Komm zurück! Zeig mir deine Ware. Du kriegst auch noch den abgenutzten Paladin-Schild. Der ist für ein Anus. So, bitteschön. Was bist du für einer? Du stehst mir im Licht, Kollege. Junge, was? Du bist wohl eine harte Sau, was? Würde mich an deiner Stelle nicht mit mir anlegen. Alter, ey. Schade, ich würde den... Alter, ey. Ohne Witz. Noch irgend so ein Kommentar? Ab auf der Liste. Wir brauchen sowieso Leute. Du bist nicht der Anführer von Nemora, oder? Anführer? Ich? Bei dem Sauhaufen? Nein, danke. Wow. Was machst du hier? Ich warte darauf, dass endlich mal was passiert. Sich in diesem Loch vor den Orks zu verstecken, ist mir zuwider. Wie wär's, wenn wir Trelis aufmischen? Ah, ein Mann Deine? Der Tat. Das gefällt mir. Wenn der Boss nichts dagegen hat, gehe ich mit. Am besten ist es, du wirst einer von uns. Und wie mache ich das? Sprich mit unserem Anführer darüber. Ganz einfach. Mhm. Ich will diese Eidechse da killen. Ich reg diese Eidechse da auf. Jetzt habt ihr lauter Viechzeug, wisst ihr das? Okay. So, was geht hier unten ab? Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Ach, den kenne ich doch. Oder nicht? Nee. Ich grüße dich, Fremder. Ich weiß. Komm und such dir deinen Platz in unserer Gemeinschaft. Ich habe damit kein Problem. Was machst du hier? Ich bin Kämpfer. Ich kümmere mich um die Sicherheit von Nemora. Erzähl mir mehr über Nemora. Dieser Ort ist die einzige noch ernstzunehmende Bastion der Menschen in diesem Teil der Welt. Wow. Nicht weit von hier im Osten liegt die Burg Trelis. Im Süden ist der Pass nach Varant. Wenn wir nicht Acht geben, werden uns die Orks erschlagen. Oder wir werden von den Assassinen versklavt. Willkommen in der Zwickmühle. Warum schaust du so besorgt? Kürzlich haben wir in dem zerstörten Bauernhof östlich von hier einen Trupp Orks gesehen. Sie sind uns schon gefährlich nahe gekommen. Jemand muss ihren Anführer eliminieren, bevor sie unser Versteck hier entdecken. Östlicher Bauernhof? Nie anders. Ich kümmere mich um den Ork auf dem zerstörten Bauernhof. Gut, aber pass auf, dass dir keiner von ihnen in den Rücken fällt. Ja, was willst du hören? Bist du hier der Anführer? Ich könnte dir sagen, wer hier der Anführer ist.
Allerdings müsste ich dich dann töten. Kein Fremder darf erfahren, wer von uns hier der Boss ist. Ist zu gefährlich. Wenn wir dich besser kennen würden, könnten wir vielleicht nochmal darüber reden. Das ist ja so ein kalter Krieg, Geheimdienst. Zeig mir deine Ware. Boah, so schwer. Nee, danke. Den haben wir hier. Sag mal, den kenne ich doch nicht. Ach so, den habe ich ja befreit. Ich bin mir sicher, du hast noch zu tun. Ich werde einfach abwarten, was man so rum erzählt. Hallo. Oh. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte, wenn du damit recht hast. Anscheinend. Ich werde einfach abwarten. Ich glaube, ich will. Okay, gut. Ihr habt hier auf jeden Fall ein paar Minen, ne? Minen sind gut. Minen sind. Oh ne, ihr habt auch noch einen Feuermagier, war ja klar. Ha. Hallo, du da. Ah, Besuch von weit her. Sei willkommen in Nemora, Freund. Du bist Feuermagier? Ein Magier auf der Suche nach der alten Magie. So wie alle ehemaligen Magier des Feuers, Freund. Was machst du gerade? Ich bin auf der Suche nach einem alten Rezept für einen Trank. Leider komme ich zurzeit nicht an die Zutaten. Hätte ich mir denken können. Tja, was brauchst du? Estragon, Huflattich, Rosmarin? Welche Zutaten brauchst du für deinen Trank? Es handelt sich um die seltene Staudenlobelie. Oben im Westen, wo die ganzen Urviecher herumstreunern, habe ich welche entdeckt. Ich bin aber nicht wahnsinnig genug, mich mit den Biestern anzulegen. Eine Staudenlobelie, ich wusste es. Es ist nicht weit weg entfernt von dem, was ich sagte. Ich besorge dir die Staudenlobelie. Das ist löblich. Ich brauche fünf Stück davon. Lass dich aber nicht fressen, hörst du? Wer ist hier der Boss? Um zu erfahren, wer Nemora führt, wirst du dir erst das Vertrauen der namhaften Leute sichern müssen. Wie steht's um dein Wissen über die alte Magie? Ich habe schon eine Menge herausgefunden. Und eine Sache ganz besonders. Ich habe einen Feuerkelch gefunden. Leider habe ich noch niemanden, dem ich den Kelch anvertrauen kann. Er muss nach Nordmar gebracht werden, verstehst du? Ich bringe deinen Feuerkelch nach Nordmar. Das würdest du tun? Oh, das ist der Hammer, ey. Ein verlockendes Angebot. Logisch, aber erst komplett brauche ich noch einen Beweis, dass du stark genug dazu ja, bist schon besser. Und ich dir vertrauen kann. Nordmar ist verdammt gefährlich. Und der Kelch darf nicht in die falschen Hände geraten. Verstehst du? Schon klar. Was ist mit Alchemie? Bring mir was über Alchemie bei. Hast du Verwandlungstränke? Dazu bist du noch nicht bereit. Warum kann mir hier keine Sau Dingens her? Na, zeig mal Feuerpfeile. Wie kann ich Feuerpfeile herstellen? Egal. Feuerpfeile machen mehr Schaden als die herkömmlichen Pfeile. Es ist eigentlich ganz einfach. Du brauchst Pfeile und die nötigen Zutaten. Am Alchemietisch fügst du die zusammen. Gucken wir einfach mal. Bring mir etwas über alte Magie bei. Ich kann oben mich besser schützen. Das muss ich alles lernen hier. Später vielleicht. So, dann zeig ich mal hier. Wo kann ich Feuerpfeile machen? Dazu fehlen mir die Zutaten. Ah, ja. Das ist nur eine Metalltruhe, cool. Eine Metalltruhe. Staudenlobel hier. Richtiger grüner Daumen, der Typ. Was geht bei dir? Pass auf, wo du hier hintrittst. Wenn du hier was kaputt machst, kriege ich Ärger. Was? Oh. Wer ist der Anführer von Nemora? Das hat dir noch keiner verraten, was? Dann werde ich es dir ganz bestimmt nicht sagen. Ehrenmann. Handelst du auch mit diesem Kram? Eigentlich soll ich nur auf die Sachen hier aufpassen. Aber wenn du mir einen guten Preis machst, muss ja keiner wissen. Hey, vielleicht bist du auch an der einen oder anderen Fähigkeit als Dieb interessiert. Gegen Bezahlung natürlich. Von nichts kommt nichts. Der Bauer Pharmon behauptet, du hättest seinen Hof überfallen. Was? Ich weiß von nichts. Ein feiner Rebell bist du. Anstatt Orks zu bekämpfen, beklaust du harmlose Bauern. Psst, nicht so laut. Hier, dieses Gold habe ich Pharmon abgenommen. Du kannst es haben. Wenn der Boss das mitbekommt, wirft er mich den Orks zum Fraß vor.
Du nennst mir jetzt sofort den Namen eures Anführers. Oder du tust was? Mich bei unserem Anführer anschwärzen? Denk mal darüber nach, du Spinner. Zeig mir deine Ware. Wow. Nimm ich, oh yeah, boy. So. So. Geht gut. Gib mal hier dit hier. Wir sind hier unter der Erde. Ich glaube nicht, dass es ratsam ist, Truhen zu plündern. Raus hier. Moin. Sowas geht auf den U-Bereich. Aber trotzdem Branche. Geht das so nicht weiter. Nee, geht's auch nicht. Ich kann nur nicht meiner gehen, Mann. So, was haben wir hier noch? Dudley, Dudley. Wie sagst du Harry Potter? Ja. Hi, ich bin Dudley. Hi. Ich kümmere mich um die Versorgung. Aha. Du bist also der immer jeden Tag Essen bestellt, ha? Wie läuft die Versorgung? Wir brauchen Wertsachen, Pokale, Teller, völlig alles egal. Verkauft, ey. Verstehe, du handelst mit Hehlerware. Nun, so könnte man es auch nennen. Ich habe Abnehmer in der Wüste. Ein paar von den reichen Säcken stehen auf glänzendes Geschirr. Brauchst du noch was Spezielles? Wir Rebellen brauchen immer irgendwas. Beim letzten Kampf mit den Orks ist einiges zu Bruch gegangen. Allerdings gibt es etwas, von dem wir nie genug haben können. Waffen! Oh Gott, etwa 10 Waffenbündel würden uns recht gut langweilig. Tun. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Erzähl mir was über die Gegend. Früher war das hier die Kornkammer des Landes. Und die Bauern haben es verstanden, ihre Reichtümer zu behalten. Ich habe von einem Bauern namens Farmon gehört, der noch eine ganze Menge Gold bunkern soll. Wow. GG. Weißt du, wo ich Artefakte finden kann? Sieh dich mal beim Tempel von Trelis um. Der Schamane Karmak soll irgendein Amulett bei sich tragen, das seine Zauberkraft erhöht. Das ist sicher einiges wert. Wow. Ich besorge euch Waffen. Okay. Am besten du gehst nach Trelis. Die Orks haben da eine ganze Menge in ihrer Burg. Wir brauchen 10 Waffenbündel. Bist du hier der Anführer? Das würdest du gerne wissen, was? Das kann ich dir aber leider nicht verraten. Zeig mir deine Ware. Immer diese Waffenbündel, ey. Boah, Paladin-Rüstung, 190.000. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Helm, nee, kein Bock auf Helm. Nord mal gerne, aber hier, blah. Was kann denn schon noch schlimmer? Ich hab ja eigentlich gar nichts mehr. Ich weiß nicht, ob du damit recht hast. Hallo ihr. Alles Klärchen? Ich weiß nicht. Einige Dinge werden sich niemals ändern. Geil, ihr habt Dämonenpilze, die nehme ich gerne mit. Das hat uns gerade noch gefehlt. Geht hier. Oh, gemütlich. Gemütlich voller Pflanzen. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Sich niemals ändern. Morgen Dauer. Wie sieht's aus mit einem Dingensbummens Teleportstein? Das wäre natürlich sehr schmackhaft. Na, gucken wir einfach mal. Tja, da haben wir ein mächtiges Problem. Und es kommt was so. Hallo, du da. Willkommen in Emura, Fremder. So einen kräftigen Mann wie dich können wir gut gebrauchen. Wie kann ich helfen? Du könntest deine Kampfkraft für uns einsetzen. Dort, wo der Pass zur Wüste beginnt, hat sich kürzlich eine Karawane der Assassinen niedergelassen. Oh nein. Es heißt, die Wüstenhändler seien alle von Snappern getötet worden. Wenn wir uns beeilen, können wir die Waren aus der Wüste noch bergen. Ihr braucht noch Leute? Wir brauchen unbedingt noch einen starken Mann, der am unteren Eingang zu Nemora Wache hält. Wenn wir nicht aufpassen, überrennen uns die Orks am Ende doch noch. Wenn du jemanden triffst, von dem du glaubst, dass er der Richtige sein könnte, bring ihn hierher. Na, normal. Ich werde die Waren aus der Wüste bergen. In Ordnung. Aber pass auf die Snapper auf. Da kenne ich doch einen. Die sind sicherlich immer noch irgendwo dort in der Nähe. Oh, habe ich schon. Hier sind die Waren aus der Wüste. Ich wusste, sie sind noch da. Sehr gut gemacht. Hier dein Anteil von unserem Gold.
Bist du hier der Anführer? Wir geben die Identität unseres Anführers nicht jedem Preis, mein Freund. Wenn die Orks spitz kriegen, wen sie töten müssen, damit Nemora zusammenbricht, ist er tot. Verstehe. Verstehe. Nein. Wir wissen nicht, ob wir dir vertrauen können. Am Ende warst du selber, okay? Also, Maul. Lass mich in Ruhe. Morgen. Dell. So. Hier sonst noch irgendwelche, habe ich niemanden vergessen. Richtig, aber trotzdem gibt Rebell, Rebell, Rebell. Cool. Na, dann gucken wir uns mal hier, was wir hier haben. Oh, ich darf doch, oder? Ist ja outside. Sehr gut. Hier gibt es irgendwo Staunenlobelien, wie ich gehört habe. Moin. Oh, gut versteckt, in der Tat. So. Da, oh Gott, Urviecher, toll. Urviecher sind total die Ehre. Was geht denn hier noch so? Waldbeere. Ja, einige nette Viecher hier. So, sehr gut. Und die, lass mich raten, die Staudenlobelien sind genau da hinten. Wer will, hä? Wer will? Maul. Die sind genau da hinten bei den Drecksviechern. Bei den Schmokosauriern da hinten. Alter, er läuft bei euch. Was ihr hier für einen Müll rumliegen habt. Ist ja heftig. Gegen sowas würde ich nicht kämpfen wollen. Komm her, du. Was bist du? Eine Staudenlobelie. Das ist aber niedlich. So. Bisschen Urfisch. Wünsche dir was Staubendes, Urfisch. Gibt's da für eine Quest? Lol. Interessant. Hab ich da mit einem nicht geredet? So, okay, drei sind es insgesamt. Moin. Ey, sprich mit mich, wenn ich mit dich rede. Halt die Fresse, wenn du mit mir redest. Aua. Okay, Zeit abzuhauen. Ein Hase. Oh, komm her. Bist du alleine? Das ist aber gut. Aua. Komm her, du. T-Rex. Rückenbeschwerden. Jawoll. Level up, Digga. Bruder ist so jalala. Hopsasa. So. Ja. Blutrausch. Last but not least. Doch. Hoffentlich. Also nur hier auf der Ebene. Lass die Eidechse in Ruhe, verdammt. Staunenlobelie, Beste. So, wie viel? 3 von 5. 2 fehlen noch.
Ich kann gut Mathe. 11 plus 5 gleich 1. So. So. Ui, was haben wir denn hier? Metal, Leute. Abgebrochen. Cool. Da haben wir sie. So, alle Staudenlobelien. Staudenlobelie ist da. So. Das geht hier oben ab. War ich hier schon mal? Oh Gott. Why? Da müssen wir systematisch vorgehen hier. Sonst haben wir alle am Hals. Mit denen habe ich schlechte Erinnerungen. Mehr. Jawohl. Ja, genau das meine ich. Systematisch vorgehen. Ich hoffe, ich habe gespeichert. Mann. Wo bin ich? Komm her. So. Ja, ich weiß, das ist das Gegenteil. Ich muss da doch schneller wegkommen, ey. Nicht nochmal zuschlagen, ey. Ich bin zu greedy wieder. Viel zu greedy. Bin sowas von greedy. So, jetzt nichts wie weg. Nichts wie weg, verdammte Scheiße. Scheiße. Das wird interessant. Das wird richtig interessant. Yo. Yo. Der Nashorn-Killer von Bottrop hat wieder zugeschlagen, ey. What the fuck? Wo bin ich? Was ist das hier? So, das lief ganz gut. Mehr als ganz gut. Lief sehr gut. Ah, da ist ja noch einer. Frechheit. Komm her, du. Also ich hatte früher mehr Schwierigkeiten mit denen. Deswegen habe ich auch ein bisschen Respekt vor denen. Mit. Mai. Da oben geht's nach Varant, da müssen wir nicht hin. Also können, aber müssen wir nicht. Ich würde gerne wissen, was wir hier noch so haben. Die Truhenklassiker. Jeder macht sich die Arbeit, irgendeine Truhe in die Gegend zu stellen. Das ist sehr realistisch immer, ne? Weil man schleppt die ja nicht einmal umsonst, damit man sie irgendwo hier ablegen kann, ne? Ich feier sowas. Da geht's zum Pass, ne? Ja, da waren wir schon. So, wir haben die geilen... Den Staudenlobelie, Alter. So ein Name. Das ist echt wie Huflattich Estragon, Alter. Irgendwas Homöopathisches. Nö, weg hier. So, was haben wir hier? Womit haben wir es hier zu tun? Mhm.
Goblinbeere. Lecker, lecker. Na gut, man kennt's. Alles klärchen. So, die brauchen einen neuen Mann. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass sie den Herrn Karlen hätten. Klar, wenn ich die Städte mal ausradiere, wird es schwerer werden, aber... Was macht das die Herausforderung aus? Yes! Oh, den habe ich nicht gelootet. Damals. Alter, diese Sounds-Ehre. Alter, ich sehe doch hier lauter Grünzeug. Wusste ich's doch. Für LP habe ich 35, okay. Mehr als in Ordnung. Dann suchen wir nach dem netten Herrn. Der hat doch sein Lagerfeuer hier irgendwo. Da ist er ja. Bonjour, Madame. Das Rebellenlager Nemora sucht neue Leute. Ich hatte mir schon überlegt, bei den Rebellen mitzumachen. Ja, let's go. Wirst du jetzt nach Nemora gehen? Ja, ich werde mich den Rebellen anschließen. Ich danke dir, dass du meinem Leben eine neue Aufgabe gegeben hast, ja, klar. Mein Freund. Nimm ja, diese Heiltränke von mir. Mögen sie dir in der Schlacht helfen. Du bist in Ordnung, mein Freund. Ja, wo willst du hin? Willst du noch eine erstmal eine rauchen, bevor es losgeht. Ich kenne das. Meine Fresse. Ach ja. Wenn die Idylle kickt. Oh. Wir haben das Plateau relativ gut gesäubert. Was ist jetzt mit diesen schnaubenden Urviechern? Irgendwie muss ich das doch sagen, oder? Ich denke darüber nach. Jo. Man muss eben aufpassen. Lass uns kurz in Ruhe reden. Klar, warum nicht? Du hast doch sicher noch Wichtigeres zu tun, oder? Lass mich. Und es kommt noch schlimmer. Da haben wir ein mächtiges Problem. Waffenbündel. Wo zum Geier soll ich Waffenbündel herbekommen? Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich mach erstmal Pause. Hast du nichts zu tun? Stör mich nicht. Ich muss was essen. Ja, man kennt's. Das gibt doch was für den Schatten. Hast du nichts zu tun? Lass mich in Ruhe. Nobody interesting here. So. Ich hab dir einen Paladin besorgt. Paladine sind genau das, was unsere Moral wieder auf Vordermann bringt. Sehr gut, du weißt, wie du uns hilfst. Am besten du erledigst das selbst. Aber was ist das mit den Urviechern hier? Ich könnte schwören, hier war... Du da! Pass auf, wo du hinläufst. Ich habe Rebell gelesen. Die Gegend da draußen ist gefährlich. Ich lese Rebell, denke mir so, den muss ich nicht ansprechen. Was genau ist da draußen so gefährlich? Der Norden von Nemora ist bevölkert von Urviechern, Kollege. Am schlimmsten sind diese großen, schnaubenden Exemplare. Komm ihnen nicht zu nahe, sonst fressen sie dich mit Haut und Haaren. Ich bin zwar ein erfahrener Jäger, aber allein würde ich mir die Biester auch nicht zutrauen. Die schnaubenden Urviecher vor Nemora sind Geschichte. Potzblitz, das sind gute Neuigkeiten. Wir können uns demnach jetzt endlich mal entspannen. Ich denke, damit hast du Anspruch auf einen Teil unseres Goldes, Fremder. Danke, Merkel. Bist du hier der Boss? Das sage ich dir nicht, Fremder. Ja, wie immer. Sag mir jetzt, wer hier der Boss ist. Ich bin es jedenfalls nicht. Mehr darf ich dir nicht sagen. Toll, da hast du aber schon mehr verraten, als du solltest. Du hast das Game nicht kapiert, Brudi. Als wenn das so einfach wäre. Irgendwann ist das auch vorbei. So, hier. Bisschen, ich hab dein Weed hier. Hier hast du deine Staudenlobelie. Das ist wahrlich fantastisch. Ich hoffe, die Biester da oben haben dich nicht zu sehr bedrängt. Hier hast du einige Tränke als Lohn. Gib Feuerkelch, Lo. Gib mir deinen Feuerkelch. Gut.
Ich vertraue dir das gute Stück an. Ich hoffe, er wird heil im Kloster bei meinen Ordensbrüdern ankommen. Klar. Wir werden sehen. Sag mir, wer hier der Boss ist. Sprich mit den anderen. Ich bin es nicht, Freund. Du hast auch das Game nicht kapiert, ne? Ihr dürft nicht nachgeben. So. Tja, was haben wir denn noch? Bloß auf, ist schon schlimm genug, wie es ist. Das ist richtig, Nemora. Aber trotzdem geht das so nicht weiter. Räume den Bauernhof, ja genau. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Ich glaube, ich will das gar nicht hören. Vielleicht in einem der Karren hier. So ein alter Klassiker. Was ist hiermit? Das hätte ich dir vorher sagen können. Ah, schade. Ich weiß nicht, ob du dich dazu zwingst. Dann gucke ich nochmal kurz hier unten, hier wo auch sonst immer nochmal. Da sperre ich nochmal die Lauscher auf. Die Augenlauscher. Vielleicht doch da unten? Ich glaube aber nicht, oder? Da kriege ich doch eins hinter die Löffel, oder? Wenn ich da in die Truhe gehe. Nicht wahr? Na? Finger weg da! Muss ich's doch. Oh! Nee, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Muss eben aufpassen, was man so rum erzählt. Was geht bei dir? Bring mir was über das Diebeshandwerk bei. Zeig mir den Taschendiebstahl. Das Wichtigste ist die Ablenkung. Verwickel dein Opfer in ein Gespräch. Du glaubst gar nicht, wie schlampig einige Leute ihren Geldbeutel verstauen. Oft kannst du sie ihnen einfach aus der Tasche ziehen. Geil. Einfacher Taschendiebstahl. Wie viel? Diebeskunst 66, das ist nicht so wirklich überragend, oder? Und wo lerne ich dieses endlich das bescheuerte Dingestränke lernen? Einige Dinge. Wir waren gerade am Reden. Ändern. Glaubst du wirklich? Am Ende werden sie dich dazu zwingen. Richtig, aber trotzdem gibt das das. Wir können es mal probieren, aber ich glaube, es wird sowas von in die Hose gehen. Unmöglich. Ja, lol. Es gibt das nicht, dass dann raus. Man muss ja auch jetzt immer aufpassen, was man drückt hier, ne? Zeig mir deine Ware. Irgendwann ist auch das vorbei. Ich glaube, wir können auch. Ich weiß nicht, ob das eine gute Investition war. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Ich werde einfach anfangen. Trotzdem gefällt mir das ganz und gar nicht. Tja. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns aber in der nächsten Folge, ne? Alles klar, bis dahin. Tschüss.